So, meine Lieben, meine geliebten Abonnenten, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic 3 in der HD Edition. Spielladen, Kampagne und ich hoffe, wir gehen jetzt in die letzte Mission der Kampagne. Lang lebe der König. 18-1 müsste es gewesen sein. Da sollten wir einen Helden vernichten. Und jetzt? Jetzt geht es um Tag und Nacht. Um zu gewinnen, müsst ihr alle feindlichen Städte und Helden besiegen. Einige Grenzposten können nur passiert werden, wenn ihr einen Suchgegenstand aus einem vorherigen Szenario bei euch tragt. Die Belohnung wird beträchtlich sein. Sei es drum. Wollen wir die Geisterdrachen? 3 Stück bekommen wir. Oder die Totenstiefel mit mehr Nekromantiefähigkeit, also mehr Skeletten. Oder die Zauberspruchrolle Kleine Todeswelle. Ich möchte die Geisterdrachen, die sind toll. Und dann gucken wir uns mal an, was wir jetzt so erreichen können. Vor uns liegt die Armee Eratias. Wir sollten jetzt zuschlagen. König Greifenherz hat ihre Generäle ausgebildet und kennt deshalb ihre Strategien. Die Moral wird diese Schlacht entscheiden. Zwar beeinflusst die Moral keine Untoten, aber wenn wir erst unsere Reihen mit ihren Toten auffüllen, wird unsere Horde wachsen und ihre Moral schwanken. Dann werden wir über sie herfallen. Bald wird König Greifenherz wieder Herrscher von Eratia sein. Das wollen wir hoffen. Ihr habt eure Befehle von König Greifenherz persönlich erhalten. Ihr werdet euren Angriff von 3 Festungen entlang der eratianischen Grenze aus starten. Eigentlich sollte es zu Beginn kaum Widerstand geben. Aber ihr müsst das Gebiet sichern, bevor gegnerische Verstärkung mobilisiert werden kann. Es ist offensichtlich, dass König Greifenherz zurück auf den Thron Eratias möchte. Aber diesmal will er es als Eroberer schaffen. Ihr könnt die Toten, die darauf warten, in seiner Armee zu dienen, schon von hier aus riechen. Geht nun, es ist soweit. Oh, das hört sich sehr, sehr machtvoll an, sehr grausam vor allem. Und wir haben überall ein Fort, das ist schon mal sehr viel wert. Ja, Tatsache. Heißt also auch gleich nochmal eine neue Totenbeschwörerin. Dann bauen wir hier schon mal das Kreisrathaus aus. Wir haben nicht viel Geld, 10.000 insgesamt. Auch hier brauchen wir das Kreisrathaus. Alles andere müssen wir später bauen. Hauptsache, wir haben erstmal die Kohle. Sehr gut. So, dann wollen wir mal schauen. Du bist als erstes dran. Du darfst Skelette rekrutieren. Darfst die Minen sichern. Und kommst nicht mehr ganz zum Quecksilber. Du darfst ein bisschen durch die Gegend reiten und auch Minen sichern. Was soll ich denn mit dem ganzen Edelstein? Ich kann die höchstens eintauschen. Ich brauche langsam Holz oder sowas. Du wirst gleich rausreiten, wenn Vokial weg ist. Der wird nämlich hier rechts einmal schauen. Da haben wir einmal Gold und hier oben gibt's Holz. Gleich rein, das andere Holz holen wir uns später. Du guckst hier links und holst den Stein. Sehr schön. Okay, das war die erste Runde, die zweite beginnt sogleich. Marktplatz. Überall will ich jetzt einen Marktplatz haben. Oh Gott. Ja, normalerweise ist das Kapitol immer links und die Festung rechts. Egal, ob wir da in einer Burg sind von den Orks und Ogern oder ob wir bei den Menschen sind oder sonst irgendwo. Und deswegen verwirrt mich das immer. Wir haben jetzt das Kapitol rechts, beziehungsweise das Kreisrathaus und das Fort links. Muss ich mich unbedingt dran gewöhnen. Zumal auch beides so ähnlich aussieht. Gut, wir haben überall den Marktplatz. Damit wird das Eintauschen auch nochmal günstiger. Zusätzlich holen wir uns die ganzen Ressourcen. Okay. Auch du wirst dir alles sichern, was hier so rumliegt. Ausgezeichnet. Ach, da können wir gar nicht rum, weil er da im Weg steht. Aha. Okay, machen wir später. Wir gucken erstmal weiter. Hier gibt es noch Zombies. Nehmen wir mit. Und Holz. Na also. So kommen wir wenigstens an genug Ressourcen ran. Du darfst auch noch ein wenig durch die Gegend streifen. Gold brauchen wir dringend.
Und hier scheint es weniger Holz zu geben. Okay. Das war's schon wieder. Die nächste Ausbaurunde. Wir benötigen die Schmiede. Und zwar in allen drei Festungen. Sehr gut. Das Stadtrathaus kommt also greifbar näher, das ist perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt und gewünscht. Lauf mal bitte nach Hause, bring ihr mal ein paar Leute, damit sie dann angreifen kann. Und wir gucken ganz kurz mal nach hier. Oh, das wird doch ein bisschen zu haarig für den Anfang. Nö, dann bleib mal hinten, warte auf die neuen Leute. Stein für uns, jede Menge Ressourcen. Auch du holst dir alles, was du kriegen kannst. Holst noch Holz? Ach na, perfekt. So ist das fein, so muss das sein. Ihr kennt den Spruch. Magiergilde. Überall muss eine Magiergilde rein. Eins. Zwei. Oh, ist teuer. Sehr, sehr teuer. Und Nummer drei. Gut. Auch das wäre geklärt. Wir machen weiter. Kriegen noch Schwefel. Hier können wir Geister rekrutieren. Du solltest jetzt auf ihn warten, damit er dir die Leute bringen kann. Er hat nämlich auch gleich die Geisterdrachen und dann haben wir keine Probleme mit dem Kampf. Dann wird das kein Krampf. So. Ausgezeichnet. Da bekommst du sie von uns. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Ausgezeichnet. Vokial, zurück in die Festung. Du kannst dich denn hier unten in Ruhe umgucken, während sie sich jetzt erstmal hier oben mit dem Zombie prügelt. Okay. Du darfst die Ressourcen einsammeln. Am Anfang werden wir, wie gesagt, sehr viel Gold brauchen, deswegen nehme ich das jetzt auch mit. Da oben gucke ich später nochmal. Ich will jetzt mal hier unten schauen. So, jetzt kommt das Stadtrathaus. Teuer. Sehr, sehr teuer können wir uns in den anderen Festungen auch noch nicht leisten. Deswegen baue ich hier jetzt einfach mal die Seelengruft. Dann haben wir hier schon mal eine Möglichkeit, Gespenster bzw. Geister zu holen. Du holst das Gold. Edelsteine bzw. Kristalle, nochmal Gold, sehr gut. Du darfst hier schauen. Ja, Edelsteine. Und du kämpfst gegen den Zombie. Sie wollen nicht kämpfen. Na, ausgezeichnet. Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, das ganze Gold einzusacken und eventuell doch noch ein Stadtrathaus zu bauen. Und später geht es dann auch um Erfahrungspunkte, aber erstmal Gold. Das müsste die Einhornsehne bzw. Mähne sein. Oh, das ist gut, damit können wir besser Bogen schießen. Gerade unsere Lichkönige werden das lieben. So, dann haben wir jetzt überall das Stadtrathaus und kriegen dementsprechend auch mehr Kohle. Geister rekrutieren. Das ist ein Greifenzwinger. Da sind bloß Greifen eingesperrt. Die können wir nicht wirklich rekrutieren da drin. Egal. Weiter geht's. Aufbauen. Das Mausoleum oder das Vampirschloss. Mausoleum. Hier bauen wir nichts, weil wir keinen Stein mehr haben. Dann nehmen wir die aufgerüsteten Geister. Sehr gut. Haben wir gleich Gespenster. Und hier bauen wir den Nekroverstärker, um auch gleich das bessere Vampirschloss zu bekommen. Amulett des Totengräbers und noch Skelette und Holz. Wie wunderbar. Du darfst auch nochmal weiter nach unten, da geht's schon wieder in die Garnison. Ich werde mal kurz gucken. Die Garnison hat doch schon ein paar Leute mit drin, die nicht so ganz einfach sind. Da müssen wir vorsichtig sein. Hol mal bitte nur die Schätze.
Gut, wir haben überall gebaut, das ist sehr gut. Jo. Gegen Goldgolems kämpfen? Nein. Wunderrüstung nehmen wir mit. Und die Kohle. Ab zurück ins Schloss. Das war der Tag, jetzt geht's weiter. Einmal ausbauen. Das Vampirschloss, Mausoleum, aufgerüstetes? Nein, wir werden uns mit dem Vampirschloss begnügen. Und auch vergnügen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Da wir Quecksilber ja im Überfluss haben, werde ich jetzt das eintauschen gegen Stein. Und auch hier ein Vampirschloss hinsetzen. Oh, wir haben hier nicht mal ein Stadtrathaus. Stimmt, da war was. Jetzt kriegen wir ja noch mehr Geld. Gut, dann werden wir hier eben die Seelengruft oder den Friedhof bauen. Den Friedhof. Okay, auch in Ordnung. Wir sind eh bald in der nächsten Woche. Wir hätten sowieso dafür sorgen müssen, an Ressourcen zu kommen. Ach, hier ist noch Stein. Sehr gut. Du holst dir noch das und dann gehst du dir Zombies holen. Die wandelnden Toten. Und ihr wollt mitkommen? Na, das ist aber nett von euch. Hier gibt's noch mehr Quecksilber. Und Kristalle. Du darfst zurück in die Festung. Ja, Schwefel. Schwefel brauchen wir auch. Ganz besonders für unsere Liche. Stein und Stein. Stein auf Stein. Da ist noch eine Garnison. Also wir haben 3 verschiedene Garnisonen, die uns nach unten führen. Hier geht nichts mehr ab. Okay. Das heißt, hier oben werden wir uns gar nicht so sehr konzentrieren, sondern eher auf diese Festung. Oder diese, weil die weiter südlich liegt. Aber da muss ich nochmal gucken. Vokial, ab nach Hause. Wir müssen bauen. Und zwar ein Vampirschloss. Ja. Auch hier bauen wir ein Vampirschloss. Und wir bauen hier noch einen Nekroverstärker für noch mehr Prozente in der Auferstehung. Nee, muss nicht sein. Wir brauchen noch einmal Stein. Ich werde noch einmal Stein eintauschen. So. Und dann nehmen wir die Seelengruft für die Geister. Ausgezeichnet. Vokial, ja, du wartest dort. Oder nimmst du dir schon mal Leute? Nee, noch nicht. Du wartest, bis wir ein paar haben. Auf jeden Fall Gold. Wir müssen gleich jede Menge rekrutieren. Ausgezeichnet. So, dann darfst du auch wieder ab nach Hause. Du bist schon fast zu Hause. Und darfst gleich mal die Gespenster rekrutieren. Eine Zitadelle werde ich hier demnächst reinbauen. Dass wir gleich noch ein paar mehr Leute bekommen. 15 von euch und auch ein paar Zombies. Sehr gut. Also damit lässt sich auf jeden Fall schon mal einen Kampf gewinnen. Deswegen werden wir uns um die Zombies kümmern, dass wir auch an den Schwefelsteinbruch, wollte ich gerade sagen, an die Schwefelmine rankommen. Du darfst dich hier oben noch ein bisschen weiter umschauen. Och! Wollen wir gegen die Wachen kämpfen? Nö, Liche sind doch sehr gefährliche Wachen und deswegen lassen wir die mal ganz kurz. Du kämpfst erstmal gegen den Zombie. Ach, ihr kommt mit? Ja, das ist ja noch besser. Schwefel haben wir auch. Dann kümmern wir uns um die. Du darfst nach Hause. Obwohl, kämpf mal gegen die. So ist das gut. Dann darfst du zur Mühle. Und du darfst die Ressourcen einsammeln und erstmal gleich neue Leute holen. Denn mit den paar Hanseln kriegst du die nicht kaputt. Oh Gott, wo kam denn Tant jetzt her? Von... Nee, der kam eigentlich von unten und Vokial war oben. Ah, ist auch egal. Gut, dann bring ihr mal die Leute. Sie freut sich. Vokial, was mache ich mit dir? Ich baue bei dir erstmal... Das, genau. Und das größere Vampirschloss müssten wir auch bald bauen können. Das habe ich hier noch gar nicht, da habe ich noch gar keinen Nekroverstärker reingesetzt. Halle der Finsternis braucht noch einmal Stein.
Das gönnen wir uns auf jeden Fall. Oh, und 6000 Gold. Okay. Wunderbar, dann haben wir auch schon mal die schwarzen Ritter. Genau. Später werden die ja zu Todesreitern oder so ähnlich. Okay. Viel machen können wir nicht. Kaufen wir noch ein paar Leute, bringen die nach oben. Dass der andere die gleich mitnehmen kann. Super. Einmal die Vampire und einmal die Skelette. Und dann darfst du wieder nach unten. Sehr schön. Pass auf, jetzt kommt die Zitadelle. Tada! Also, mehr Leute für uns und sobald wir ein Schloss haben, können wir auch endlich das Kapitol bauen. Kriegen nochmal mehr Geld. Was uns fehlt, ist so eine richtig schöne Geldquelle in Form einer Goldmine. Aufgerüstetes Vampirschloss hier unten bauen? Ja, ich weiß ja nicht. Uns fehlt definitiv Stein. Aber wir haben soweit alle Minen eingenommen. Hier oben ist noch was, das Mausoleum, genau. Hier haben wir noch einen Friedhof und da noch eine Mine. Die solltest nicht du, sondern du erobern, genau. Ja, kommt alle mit. Gut, Kristalle haben wir auf jeden Fall gesichert. Und jetzt müssen wir so langsam in den Süden durchpreschen. Das heißt, wir gehen noch einmal zurück, holen uns Leute, konzentrieren das von der linken Burg und der rechten Burg nochmal mit. Ja, obwohl. Dann ist das weg. Brauchen wir es nicht mehr bauen. Vokial, ab in die Festung, hol neue Leute. Die wir dann der anderen Hexe zukommen lassen. Oh, eine Mühle. Die werden wir gleich noch besuchen. Du solltest hier unten in die Mühle rein. Genau, und dann ab nach Hause. Okay, warte, Vokial, gibt's bei dir auch noch eine Mühle? Nein, nicht in der unmittelbaren Umgebung, deswegen lassen wir den Tag vergehen und bauen jetzt das Schloss. Ja, an Stein wird's uns immer wieder mangeln. Da haben wir keine andere Wahl. Und ich werde jetzt auch nichts Neues kaufen, du wirst jetzt nach Hause reiten, damit wir uns gleich das Kapitol leisten können. Oh, hier waren wir noch nicht drin. Gut,